Ja, und dann haben wir ganz nebenbei immer mehr Corona-Hotspots im Land und natürlich dann auch immer den Blick in die Krankenhäuser. Eine der größten Sorgen ist ja, wie auch schon zu Beginn der Pandemie im Frühjahr, es könnte zu Überlastungssituationen in den Krankenhäusern kommen. Damals gab es zum Beispiel viel zu wenig Masken und zu wenig Desinfektionsmittel. So, jetzt ein halbes Jahr später haben wir zwar mehr Masken und Desinfektionsmittel, aber es könnte ein anderes, größeres Problem geben. Was, wenn es zu wenig Pflegekräfte gibt, die sich um Covid-19-Patienten auf Intensivstationen kümmern können? Die Intensivstation des Klinikums Lippe in Detmold. Krankenpfleger Benedikt Gramser ist im Dauereinsatz. Für 4 Patienten ist er in der Nachtschicht zuständig. Hier auf dieser Station hat er im Frühjahr den bisherigen Höhepunkt der Corona-Krise miterlebt. Es war die härteste Zeit in seiner Laufbahn als Krankenpfleger. Panische Menschen, die um Luft ringen, nicht mehr wissen, was los ist, kaum noch ein Wort rausbringen, weil sie so nach Luft ringen und letztendlich flehen, an die Beatmung zu kommen, um Erlösung zu kriegen. Könnten sich Wochen wie damals bald wiederholen? Die Krankenhäuser im Land bereiten sich jedenfalls darauf vor. Denn die Corona-Infektionszahlen steigen unaufhörlich. Und auch die Zahl derer, die im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt werden. Noch sind ausreichend freie Betten da. Das zeigen die Zahlen des inzwischen aufgebauten Intensivregisters. Stand heute sind 20.712 Intensivbetten in Deutschland von Patienten belegt. 9.441 Betten sind noch frei. Für den Notfall könnten zusätzlich 12.391 Intensivbetten bereitgestellt werden. Doch gibt es auch ausreichend geschulte Pflegekräfte? Viele Fachleute fürchten, nein. Das Pflegepersonal ist zu knapp und das wird auch jetzt nicht von der Decke fallen. Und das wissen wir seit Jahren, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und das erfüllt uns schon mit großer Sorge. Für Intensivstationen gilt in Deutschland eine sogenannte Pflegepersonaluntergrenze. Sie soll gewährleisten, dass Patienten eine sichere und gute Behandlung bekommen. So darf eine Intensivpflegekraft in der Tagschicht maximal 2,5 Patienten betreuen. Doch bei schwerst an Corona-Erkrankten geht diese Rechnung nicht auf. Ein Covid-19-erkrankter Patient auf der Intensivstation, der beatmet wird, benötigt eine 1:1-Pflege. Wir müssen zum Teil mit 2 bis 3 Pflegekräften in dem Zimmer mit dem Patienten arbeiten, wenn er besonders behandelt werden muss, gedreht werden muss. Das heißt, ein extrem hoher Aufwand wird da betrieben. Und auch jetzt sind die Pflegepersonaluntergrenzen hier wieder eingesetzt. Und jetzt schon gibt es viele Krankenhäuser in NRW, aber auch bundesweit, die ihre Betten wieder zum Teil schließen müssen, um die Pflegepersonaluntergrenzen nicht zu verletzen. Die Arbeit, die Pfleger Benedikt Gramser macht, ist anspruchsvoll. Sie gibt ihm Sinn, aber er würde sich auch mehr Anerkennung wünschen. Sonst das ganze Jahr über sind wir Pflegekräfte quasi Luft. Wir arbeiten so still vor uns hin, werden nicht weiter wahrgenommen. Auf einmal dann wird so ein Hype gemacht, die Pflegekräfte sind systemrelevant. Warum nicht das ganze Jahr über? Warum wird da nicht für den Rest des Jahres was für uns gemacht? Damit mehr Menschen in Deutschland diesen Beruf ergreifen. Menschen, die gerade so dringend gebraucht werden.